Welcome und wir sind natürlich wieder in Falls End und hier scheinbar gibt es auch einen Auftrag, vorne bei der Kirche, nämlich mit Pastor James oder wie der auch immer heißt, der Gute. Bei der Kirche. Und Kirche. Wir brauchen dann natürlich immer noch Munition, dazu kamen wir leider nicht, weil eine gewisse Person dachte, hätten gar keine Zeit, sie musste, ja, natürlich gab es dafür keine Zeit. Also sie musste natürlich dem Händler guten Handel. Musste in der Folge gemacht werden, ja, ja. Also. Das erstens und zweitens, er musste unbedingt, der Händler Hallo sagen und ihn dabei töten. Abgedrehte Grillfeste im Moonflower Trailer Park veranstaltet. Gut, ich bin soweit. So, ich laufe dann schon mal rüber. Ja, gut, ein Grillfest haben wir schon hinter uns. Also von dem her. Hey, das ist so krass. Du hast gerade mit dem Typen gelabert, oder? Dass du den Auftrag bekommen. Ich finde das so geil gemacht. Du kriegst einfach jeden Auftrag und jeder Charakter hat nicht irgendwas zu erzählen. Ja, und, das ist echt. Und auch die Hauptstories. Du laufst mit irgendeinem Random und kriegst einen Hauptauftrag sozusagen. Warte, Notiz. Parfümierter Brief. Es tut mir leid, dass es mir so schwer fällt, das alles hinter mir zu lassen. Ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Es ist so schwer, wenn ich von dir höre und noch viel schwerer, wenn nicht. Es kommt mir vor, als würde ich nur auf einen Tag warten, an dem ich dich wiedersehe. Aber was dann? Es wäre wieder alles beim Alten. Ich will wirklich, dass alles okay ist. Ich habe nur keine Ahnung, wie das für uns aussehen könnte. Und ich erwarte auch nicht, dass du das weißt. Ich weiß nur, dass das zwischen uns keine Liebe ist. Und dass es aufhören muss. Ciao. Ja, ja, der gute Troy. Gehen wir jetzt hier mit der Dame zuerst, oder? Okay, kannst, wenn die was zu sprechen hat, dann klar. Ich bin fast von einem Truck der Sekte überfahren worden. Alles klar. Darauf saßen lauter bis an die Zähne bewaffnete Leute. Die wollten zu Herks Haus. Bitte, du musst sie aufhalten. Ja, ich finde den Pulli ziemlich geil, was sie anhat. Oder? Schon, ne? Bestimmt, sowas gibt's bestimmt als Merch. Oh, okay, sorry. Ja, alles klar, jetzt entschuldige ich, aber nimmst du den Base und gibst du ihn wieder. Warte mal. Guck mal, Physik, Alter. Ja, Stück Rack 7 Minuten. Also, den Pulli fand ich geil. Ich glaube, sowas können wir auch in echt gewinnen. Ich brauche wieder deine Hilfe. Da John Seed aus dem Spiel ist, war es nur eine Frage der Zeit, bis seine Anhänger ins Wanken geraten. Die Leute von der Woodson Farm haben mir von einem Überläufer erzählt. Er hat Zuflucht beim Widerstand im Silver Lake Trailer Park gefunden. Aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Niemand weiß, wann der Herr die Last der Verwundeten von meinen Schultern nimmt. Geh zum Silver Lake Trailer Park und sieh nach, ob der junge Mann wohl auf ist. Wir müssen verzeihen können, sonst sind wir kein Deut besser als die Sekte. Alles klar, dann würde ich sagen, tun wir das, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Seiten wechseln. Erreiche den Trailer Park, mein Junge. Wo ist der? Oh, safe. Genau. Da oben, Junge. Hä? Der ist ganz wieder, oben haben wir schon in John Seeds Region. Echt? Ganz oben in John Seeds Region. Ach, da oben. Ja. Ja. Also ich würde mal sagen, wir teleportieren uns zur Garden View Verpackungsanlage. Ja, genau. Klingt gut. Bidabim, bidabum. Teleportation. 3, 2, 1. Lol. Geschieht. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte? John Seed. Ja. Sehr schön, dass du das gemacht. Ja, das wäre natürlich schön, wenn du das sagen könntest, nur leider wirst du es nicht mehr lange sagen. Oder gar nicht mehr. Er kann es gar nicht mehr sagen. Achso, nee, mit dem müssen wir gar nicht reden, aber der hat was zu sagen. Das viele reife Obst lockt Bären an. Normalerweise würden wir sie fangen und irgendwo an einem sicheren Ort wieder freilassen. Aber diese Bären haben diese Bliss-Scheiße Intus, die Sekte hier eingelagert hatte. Alles klar. Jetzt sind sie nicht mehr zurechnungsfähig. Es ist zu gefährlich, sie zu fangen. Wir müssen sie einschläfern. Einschläfern. Tja, also. Einschläfern. Du bringst dich voll rein, Deputy. Danke. Ja, kein Ding, würde gern. Willst du laufen oder? Oh, ach so, 500 Meter, ja, muss man nicht laufen. Nee, ich würde gerade sagen, ja, nicht so irgendwie stark anstellen. Dann steig mal ein. Bang, bang! Alter, der hat einen richtig geilen Adler hier dran hängen. Jawohl. Genau! Felix, sehr gut. Ja, ich weiß. Immer mit Profis. So. Profis, Alter. Ist echt so. So, 500 Meter. Keine Big Markierung, aber egal. Werden wir schon so finden. JP sitzt in meinem Radio. Für heute. Oh, jawoll. Jo.
Drift Action. Alles klar. Ja, schön. Sehr schön. Ja. So muss das. Das Fahrzeug, will ich nicht sagen, aber das fährt sich nicht ganz so gut im Gelände. Mit alter Ski. Ja, ja. Sehen wir da schon was? Ja. Sie hat den Trailerpark. Ja, da ist es. Ja, ja, ja. Okay, diesmal. Fährt ein Truck, Patrouille. Ein G-Truck. Wo? Ist gerade an der Straße lang gefahren. Ja, wir klären das mal gemütlich auf. Ist ja nicht irgendwo, so, als wären da irgendwie gar keine Gegner. Nee, nee. Also, gerade ist ein Truck vorbeigefahren. Wir sind nach rechts weitergefahren. Da ist doch einer. Da ist ein Truck. Ah ja. Das ist der, wo Patrouille fährt. Den sollten wir auf jeden Fall zuerst ausschalten, vielleicht. Wo kann man den Wegpunkt setzen? Voriges Ziel. Genau, das ist die 1. Dann mach. Komm schon. Das ist die 1. Okay, musst du dich vielleicht um den Schützen? Mach ich den Fahrer, okay? Ja. Jetzt. So. Jo. 3, 2, 1, Feuer frei. Dann sagen wir Hallo. Na danke. Immer wieder gerne. Ja. Perfekt. Nice one. Ja, das war, würde ich sagen, smooth. Dann reden wir nochmal mit dem Anführer. Hallo. It's me. Hallo. Lol. Gönn dir, der hat gefesselt. Weil der hat auch so, ich glaube, der hat ein paar Drogenintus. Wow. Also, wie erstmal voll ins Bad rennen. Munition, brauche auch nichts. Apropos, was wir eigentlich nie nutzen, ich nutze eigentlich nie so Gadgets wie Haftfunktion an und aus. Okay, das ist auch interessant. Das meine ich aber nicht. Nee, ich meine das Wurfmesser, Rauchgranate. Ja, so Takedown-mäßig, ja. Ja, ja. Ich bin halt nicht so der Typ dafür, ne? Sorry. Ja, klar. Das nicht, aber Rohrbombe, Granate. Mr. House. Hauser Cats Notiz, Karen und Benny. Scheiß auf John Seed! Dieser Psyche kann mich nicht einschüchtern. Wer mir helfen will, diese Absteige zu verteidigen, muss nur in Schuppen oder hinter unseren Kisten nachsehen. Da findet ihr alles, was ihr braucht. Mit Liebe, Mr. House Catty. Katie, Kettin. Du hast es geschafft. Du hast John Seed getötet. Natürlich. Ja? Okay. Das war's. Okay. Schütze den Überläufer. Schütze den Überläufer bedeutet, da kommt jemand. Komm, wir müssen diesen Kerl beschützen. Komm, wir müssen den Kerl beschützen. Die Peggy sind wieder da. Die Peggy's, Peggy in the East sind wieder da. Ja, wo sind die denn? Da. Ah. Verstanden? Die waren hier. Nochmal nach. Ist klar. Genau. Das war's. Das war's. Ja, und ich glaube, das war's. Nein, nee, jetzt war's. Hatte. Ah. Komm aufs Dach hoch. Ach, die kommen von oben. Deputy, ich habe so viele Widerständler zusammengerufen wie möglich. Ihr trefft euch in der Nähe der Anlegestellen. Okay, das haben wir wahrscheinlich. Trage den Überläufer zum Heck des Boots. Okay, mache ich mich. Komm ich drum rum, dass ich. Du deckst uns, ich trage ihn. Die dürfen mich nicht kriegen. Aber natürlich. It's okay, it's okay. 200 Meter. Ich kann aber nicht rennen. Kann auch nur mit der Pistole schießen. Da kommt ein Truck auf uns zu. Ja, sehr gut geschossen, ja, Paul. Das war ein Glanz, weißt du. Ja, total. Einmal frei. Leute, guck mal. Siehst du den, auf dem Berg oben, diese Figur? Ja, Mann. Alter, da müssen wir mal hin. Das machen wir mal kurz. Ja, ist schon weg. Dankeschön. Den haben wir.
Alles klar, immer daneben. Noch ein Stückchen. Irgendwo aus dem Waldchen hinaus schießen sie. Da ist ein Verbündeter. Sehr schön, die decken schon mal eine Pier. Hinter uns. Ach, komm, einfach lauf einfach. Lauf einfach. Okay, ich soll ihn hier ablegen. Okay. Hier rechts ist Munition, ne? Oh, da stirbt ja jemand. Ach, egal. Er ist tot. Nee. Haben wir alles? Oder wie? Ich glaube schon. Hier liegt eine Angel. Ja, okay. Nice. Das ist der rechte Pfad. Gut gemacht, Deputy. Wir haben bewiesen, dass wir auch in die Irre geführte umarmen können. Und weitere werden folgen. Du hast jede Aufgabe gelöst, die ich dir gegeben habe. Natürlich. Nun wird dich der Herr führen. Wenn du das nächste Mal in False End bist, suche die Kirche auf. Für ein Gebet ist immer Zeit. Für dich. Jetzt wird erstmal geangelt, mein Freund. Ja, ja, erstmal in der Ruhe spannend. Die Frage, ab wann das heißt, dass wir sie einholen sollen. Schau ich doch mal. Scheint so, als würde das Anschlag. Okay, da ist schon mal nichts dran. Okay. Ah, hier ist ein, probieren wir aus. Ich hab was. Echt? Nee, hast du nicht. Na komm, ich bin bereit. Voll krass. Hm. Sehr gut, dass du uns diesen Bunker vom Hals geschafft hast. Ah, shit, ich hab was falsch gemacht. Okay, verstehe. Wenn einer was dranhängt, dann verstehe es. Okay, dann wird er dran rütteln. Das Tier. Und dann muss man es ein bisschen anziehen, dann muss man es kommen lassen, so dass es sich gut einhängt. Manchmal, man kann auch ein bisschen Leine einholen, ein bisschen ziehen, ein bisschen anzulocken. Dank dir fühlt sich das Tal langsam wieder wie ein Zuhause an. Ich hab was. Nein, hast du nicht. Wie nicht? Ja, da musst du Anschlag drücken, wenn du mal nur eins hast. Du hast die Sekte aus dem Valley verjagt. Gegenhalten. Wir schulden dir was. Leine einholen. Ja, komm schon. Hatte den Tod verdient. Komm schon. Also du hast ein richtiges Minispiel, wenn du dann einen dran hast. So wie ich hier gerade. Ah, komm schon. Regenbogenforelle, Digga! Nice! Jo, ich hab ganz knapp, komm schon! Komm, verkackst. Regenbogenforelle. Alter! Oh, geil, das ist das Tier, Alter. Ich muss direkt mal nochmal auswerfen. Das macht ja mega Fun. Richtig spannend, Alter. noch. Du kannst Fische in jedem Geschäft zu einem guten Preis verkaufen. Ja, nice. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit. JP nutzt eine neue Möglichkeit, die Fische zu jagen. Was natürlich auch ging. Alles klar! Er ist einfach gespannt, Alles klar, Junge! Komm schon, gegen. Guck mal, da schwimmt was im Wasser. Ich hab Fisch gefangen. Seh schon. Ich auch. Er springt direkt dazu, dann verscheucht er unsere ganzen Fische hier. Schlimm. Ich nehm's. Da ist was dran, mein Freund. Nee, danke, echt? Hätte ich nicht wieder. Kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Nein, ist echt abgerissen. Sag ich doch. Sehr gut, dass du uns diesen Bunker verkauft hast. Inkompetent.
können wir gucken mal, was wir denn für Boote so haben. Und dann würde ich sagen, dann tun wir auch gleich weitermachen. Boote, Bootshop war ich auch noch nie. Munition können wir uns hier auch mal kaufen. Gönnung erstmal, auf jeden Fall. Hier ist doch Munition rechts in dem Shop. Ja, egal, trotzdem. Ne. Es hat ja nicht alle Munitionsarten, auf jeden Fall. Ich kann mal Wasserflugzeuge sich gönnen erstmal. Und man kann sich hier Jetski kaufen. Oh, nice Boot. Aber man kann sich doch einiges Boote hier kaufen. Geht eigentlich. War ganz cool, aber bringt halt die auf diesem kleinen Seechen nicht. Und wo haben wir denn die Angel eigentlich gelagert? Wo ist denn die? Du hast getan, was keiner von uns konnte. Hey, wo ist denn die Angel eigentlich? Panzerbrechner-Munition, Pistolen-Munition. Hä, wo ist denn die Angel gelagert? Du hast so viel für uns getan. Panzerbrechner-Munition, normale Munition. Mal was für dich zu tun. Hey, kommst du? Gönn das ich erstmal. Was war das? Ich hab, wo hast du denn die Angel eigentlich gelagert? War so eine Frage. Gar nicht gerade. Ah, ich weiß, wo sie ist. Okay. Kommst einfacher an der Störfliege. Lachs. Man kann verschiedene Köder auswählen. Ja, ich komme unterwegs. Wird das losliegen? Alles klar, sehe ich da richtig, dass wir MG da dran haben. Alles klar. Und Raketen? Alter, du hast ja richtig gegönnt. Ich würde sagen, ich wähle doch schon mal dann einen neuen Auftrag für uns aus, dass wir dementsprechend das Ganze machen können. Also ich sehe jetzt auf jeden Fall Aufträge technisch nicht mehr ins Vollendlich. Ich wähle jetzt gerade dafür. Auf. Gefängnis von Hope County, das klingt auf jeden Fall geil. Das ist jetzt auch in Faves Region. Fliegen wir doch mal hin. 2700 Meter. Und schauen wir mal, wo irgendwas ein bisschen was sehen, beziehungsweise wir auch finden können. Deine Haare wieder schön am Schwingen. Geht das gut? Das kann eigentlich nur gut gehen. Wow. Baller mal eine Runde. Mach mal den Baller mal, mal gucken, wie gut die MGs sind. Ob sie denn auch so funktionieren. Und? Schieß mal. Lass niemals eins JP fliegen, wird JP kann nie fliegen. Oh, wie inkompetent kann man denn sein? Lol, wir haben einen neuen Ladestream. Oh mein Gott. Gönnung. Alter, das ist ja mega creepy. Der Kollaps steht kurz bevor und das Ernten hat begonnen. Doch hab keine Angst. Der Weg nach ihm ist offen für die, die Faith folgen. Faith Seed. John Seed Region. Alles klar, nochmal. Nein, wollen wir nicht. Ja, diesmal darf ich fliegen, okay. Nein, darfst du nicht. Mein Flugzeug, also darf ich fliegen. Weck dich. Nein! Ja! Nein! Leute, ich lieg auf dem Flugzeug. Gönnung! LOL! Alles klar! Das Wort war sich ein Flugzeug. Und du? Bist du eigentlich komplett klar, Peter? Naja, ich weiß ja nicht, wer Peter ist, aber ich wollte mich nur reinsetzen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du mich getötet hast. Dadurch, dass du selber produziert hast. Ah, zu geil. Ich würde auch mal sagen. Eigentlich, wenn du jetzt einsteckst, ne? Aber danke, dass es wieder richtig. Nein, irgendwie. Ja, ja, danke. Schlimm mit dir. Meins. Das Fotze. Das Problem ist, ich muss dich ja mitnehmen. Ja, du kannst nicht wegfliegen. So, ich will aber auch mal runterfliegen. Jetzt durftest du fliegen. Jetzt versuch ich mal zu fliegen. Ja. Scheiß Arschloch. Kann ich dir eigentlich von hier hinten ins Gesicht ballern? Oh ja, kann ich. Alles klar. Alles klar, der ganze Sitz ist einfach rot. Das Problem ist, wir kommen hier nicht weg aktuell mal. Ja. Ah, ich frag mich nur wegen wem. Also ich kann doch nichts dafür. So, wärst du so nett und würdest unser Ziel mal markieren? Deine Mutter das markiert das. Da. Ah, müssen wir die drehen. Sollen wir mal kurz einen Zwischenhalt bei der Statue machen? Oder bei der Figur? Ja. Okay, dann tun wir das doch mal.
Cave Seeds Region. Ich sage, dann landen wir mal da kurz zwischen. Schauen wir uns mal die Figuren an. Mal gucken, vielleicht ist da irgendwas Spezielles. Wir werden ja sehen. Das wäre mega geil. Wir haben auf jeden Fall einige Funktionen hier. Bombenvisier, Abbremsen, Raketen, Maschinengewehr. Ich glaube, wir haben echt viel dabei. Das Flugzeug ist eigentlich komplett ausgestattet mit allem drum dran. Das ist herzbegehrt. Hast du das jetzt kaufen müssen oder hattest du das schon? Mit den Bomben. Hattest du das schon eigentlich? Also nebenbei? Ich hab's gekauft. Achso, okay. Ja klar, hast du wieder so eine Kohle. Ich lande hier vorsichtig. Gleich mal. Flieg. Ah. Ding ist hohl. Ja genau, die Sekte nutzt sie, um Waffen und Munition zwischenzulagern. Wenn ich du wäre, würde ich das Ding irgendwie in die Luft jagen. Okay. Also würde ich sagen, tun wir das doch mal, oder? Ja, mit Bomben. Das ist eine Möglichkeit. Alles klar. Genau. Ich schaff das nicht, muss ich nochmal neu anfliegen. Dafür habe ich nämlich nicht gerechnet. Aber Bomben oder Raketen? Bomben oder Raketen, ich würde sagen. Wir werden sehen. Okay, eine Rakete. Doch, eine Rakete hat gereicht. Und? Ist sie kaputt? Ne, ist er nicht mal. Nein, du bist zu inkompetent. Ne, bin ich nicht, aber. Falscher Prophet. So, Mission. So stellen wir was frei. Braucht schon mal echt ein paar mehr Sachen. Ich sage, dann drehen wir nochmal eine Runde und dann gibt's wirklich eine Bombe, einen Hagel. Ah, da unten hat man die Lebenserzeuge. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber er hat immer noch extrem viel Leben, ne? Überlegt. Habe ich noch eine Bombe? Ich habe noch ein paar. Doch, ich habe noch ein paar. Muss noch ein bisschen länger anfliegen, sonst geht das echt schwer. Musst du vielleicht schon mal rausspringen, da kannst du unten nur alles unklar machen. Ja, wenn du überfliegst, ja. Ja, warte. Oh. Ich glaube, die hat gut drauf, würde ich sagen. Du möchtest, kannst du nice. Das nice Spiel, ja. Danke. Ich hab dich auch. Ey, was hat's gemacht? Es ist unnötig, es zu erklären. Alles klar. Aber ich weiß nicht, ob die Rakete. Ich habe hier keinen Schaden. Die Bombe hat nicht so viel Schaden angerichtet. Nicht so wie geplant. Jo. Ah, okay, ich weiß es. Auf jeden Fall ist es so schlimm, dass du gestorben bist. Alles klar, wie wenig Schaden mache ich. Habe ich da gerade gemacht. Jetzt habe ich keine Rakete. Wir müssen landen, wir müssen es anders hochjagen. Weil. Hä? Versuch's doch mit meinem G. Ja gut, das kann ich noch versuchen. Das macht ja einfach gar keinen Schaden. Ich würde sagen, ich lande einfach mal. Entferne ich mich zu weit, ja, dann sollten wir das schleunigst beheben. Oh. Gut, gelandet sind wir auf jeden Fall. Drehen wir das Fahrzeug mal ein bisschen, so dass wir wieder danach auch abheben können. Mein Chip hier hat bestimmt ein bisschen cooler, dann kann er auch das Ganze wieder auffüllen. Schauen wir mal. Ich würde sagen. Verdammt, man kann dein Werk bis zum Gefängnis sehen. Bitte immer wieder gerne. Ey, falls du mehr Ärger machen willst, ich hab ne Idee. Face hat ihre persönliche Kopie von Josephs Gebrabbel in der Statue versteckt. Geh doch mal rein und verbrenn sie. Zeig ihr, wenn man sich mit den Falschen anlegt. Okay, geh mal auf jeden Fall mal rein. Rette mich mal. Ja, mache ich, wenn ich gerade nicht selber drauf gehe. Alles klar. Jo! Wow. Alles klar! Rennt auf mich zu! Na toll! Haut mir einen drüber! Na toll! Dafür haben wir den neuen schönen Hintergrund. Ja, ich sag dir, du kannst einfach nicht fliegen. Ja, fliegen schon? Das hat mit dem nichts zu tun. Jetzt müssen wir den aber nochmal kaputt machen, oder? Nein! Sicher?
Ah nein, müssen wir nicht. Verdammt, gut. Man kann dein Werk bis zum Gefängnis sehen. Und tschüss, du Zementverschwendung. Ey, falls du mehr Ärger machen willst, ich hab ne Idee. Faith hat ihre persönlichen Kopien. Geh mal am besten mal zusammen ein bisschen vor. Statue versteckt. Geh doch mal rein und verbrenn sie. Zeig ihr, was passiert, wenn man sich mit den Falschen anlegt. Ich glaub, noch wissen sie nicht, dass wir da sind, ne? Warte mal, bevor du darüber reinpush. Ja, warte. Ich hab ne Idee. Ja, gut. Das geht natürlich auch. Solange ich halt nicht selber. Geh doch mal rein. Dann wundert sich. Die leben noch. Läuft bei dir. So, plündern. 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 Was haben wir denn hier so alles? Munition auf jeden Fall. Nehme ich doch gerne. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Hier ist eine Leiter. Kommst du mit hoch oder bleibst du unten? Ich kämpfe gerade hier unten, deshalb. Ja, gut. Ich hol die von da oben weg. Die wo ein bisschen weiter oben sind. Ja, ich würde sagen, da schauen wir doch mal, wo die herkommen. Pass auf Scharfschützen und Raketenwerfer auf, die machen dich schnell platt. Alles klar, ich glaube, die schicken jetzt die ganze Armada her. Hast du hier hochkommen, hast du eine gute, echt gute, sehr, sehr gute Sicht. Weiß nicht, wie du. Ach, da ist eine Leiter. Ist eine Leiter innen drin? Jo. Kann man nicht gut runter snipen? Ich hab gerade aber meine Sniper weggelegt. Ja, und du bist einfach fehlgerückt. Ich weiß ja nicht. Ich bin aber nicht inkompetent. Ich hab auch. Ich hab sie alle getötet, ja? Die Musik ist ein bisschen strange, aber man merkt auch, wie die auch ein anderes Gebiet auch andere Musik hier bietet. Ja, wo kommen jetzt die Leute? Ich hab die schon alle getötet. Ja. Er ist so. Soll ich dir glauben? Musst du mir nicht machen? So. Jetzt kannst du eine Rakete gut, glaube ich, gebrauchen. Ja, warte, bin gleich da. Hier ist auch Munition nochmal überall. Kaliber 50 Munition. Da ist der Helikopter. Nein, daneben. Hab ihn rausgeschossen. Hab einen. Oder so. Ich schieße auf ihn. Ich hab ihn rausgeschossen und du jagst ihn hoch. Geil. Ich kletter mal ein Stockwerk noch höher. Oh, komm. Machst du was? Ja. Ich hatte noch die Scharfschützengewehr in der Hand. Mal produktiv. Hier ist ein Tresor. Knack den mal. Mach ich. Oder? Hier, hinter dir. Hier, da. Wo ist der Heli? Hier ist Munition. Und? Ich sehe nur, wie so ein Stein vom Himmel fliegt. Ah, geil. Wie lange braucht denn bitte die Leiter, bis sie runterfliegt? Und ich ja schon schneller oben. So. Wo ist da die nächste Leiter? Die ist hier. Wir müssen so hoch. Und da kann man dann hier hochklettern. Ich hätte es gerne auch gesehen, wenn das ganz wäre. Wenn er auch hochgehen hätte können. Ich sammle einen Safe. Ich mach den Charakter auch mal schnell. Du hast ja den Safe auch schon geleert, oder? Nee, mach ich gleich. Ah, genau. Hier. Wow. Da ist nicht so viel drin. Dann war da auch nicht so viel drin. Okay, das war fail. Also ich glaube, sie hatte irgendwie das mit den Drogengeschäften zu tun. So laut der Hintergrundbilder. Warte mal, sie bevor du auf die letzte gehst. Ja. Was würdest denn du sagen? Also ich glaube, von aus hier hat das alles mit den Drogengeschäften zu tun, weil man auch allein schon den Hintergrund und sich das genau angucken und Ladescreen. Das sind diese Art Felder, ne? Wahrscheinlich baut sie diese Art Drogen dann. Weiß ja nicht, welche Drogen es sind. Also ich würde es auf jeden Fall sagen, wenn wir hiermit fertig sind, jedes Mal, wenn wir Munition brauchen, gehen wir einfach hier hin. Es sind echt viel Munition, ne? Ja, wieder Etage. Soll echt schwindelfrei sein. Aber so viele Gegner sind hier gar nicht, ne? Ne, überhaupt nicht. Und wenn, man hat ja die beste Deckung. Ich meine, hallo, du hast... Fragezeichen. Fragezeichen? Warte mal, ich geh mal grad mal zurück. Warte mal. Nein. Ich weiß es. Geh weg.
Ach ja, du weißt es. Ach, der Herr weiß es, Leute. Ja, ich weiß es. Weißt du, du musst deinen Horizont erweitern, mein Freund. Halt doch mal. Alles klar, werde ich einfach rausgeschmissen aus der Sequenz. Ach, wie schade. Oh, das ist auch nicht so, als würde das Feuer einfach bei dem Fall einfach wieder ausgehen und so zu einem Achtel verbrennen, aber ist in Ordnung. Da ist so was Wahres dran. Richtige Bots sind wir, Alter. Was hast du okay. Getan? Alles klar. Worte. Erstmal. Hast du eine Ahnung, was er mir antun wird? Deine Ahnung, was er mir antun wird? Nein, sag's mir, Schatz. Boah, weißt du, was ich dir gerne antun würde? Wingsuit! Was? Scheiße, war das schön. Wenn du aufknallst. Joseph Seed wird sich in die Hose machen. Und Fred kriegt sicher Hitzewallung. Sie wird sich für das verbrannte Buch und die kaputte Statue verantworten müssen. Super Aktion, wer immer du auch sein magst. Hör zu, ja, wir haben uns hier im County-Gefängnis verschanzt und sind bereit, den Peggys in den Arsch zu treten. Und jemand wie dich könnten wir gut gebrauchen. Komm mal vorbei, wenn du in der Gegend bist. Ich sehe dich suchen, aber... Boah, ne, ich hätte dich einfach gehabt. Hätte Fahrt. Kette! Alter, diese Stimmen, die so im Off herkommt. Alles klar, ich bin, glaube ich, voll durch die Drogen gelaufen. Du, in dem Feuer... Ja, eine Welt, die nichts raubt und nichts verschlingt. Bastard. Es ist eine Welt, für dich nehme ich panzerbrechende Munition. Und die liebt, die dich mit offenen Armen willkommen hat. Mit offenen Armen! Ich suche nicht mehr. Ich bin hier, um sein Wort. What the fuck? Komm, das war panzerbrechende Munition. Ich würde mal sagen, was nehmen wir denn als nächstes? Wir sind jetzt gerade schon im Gebiet hin. Wäre schön, wenn du ganz kurz mich nicht abklären könntest, sonst kann ich schlechter Karte gucken. Lass doch mal schauen. Ich würde Sharky nehmen. Ahoi, hier ist Sharky. Auf jeden Fall. Ich sag, machen wir das da. Markierst du das Audio mal gerade mal, bitte? Und dann was haben wir das nämlich als offiziell Sharky. Und dann können wir nämlich vielleicht zusammen mit dem Wingsuit einfach rüberfliegen. Wäre mega geil. Einfach rübergleiten einfach. Es hält nur noch ein bisschen, zu dir höher zu kommen, dass ich ein bisschen an Höhe gewinne. Ja, ich habe irgendwo gesehen, dass man sie irgendwo auch hoch sein kann. Ich bring ein paar Freunde mit. Wäre cool, wenn du die ausschalten könntest vielleicht. Was machst du denn schon wieder? Alles klar, ich werde automatisch in den Wingsuit geschmissen. Oh, nicht schlecht. Weil ich zu weit weg von dir war. Nice. Wie weit bist du denn? Wie kommst du mit, Alter? Richtig geil. Jetzt bin ich gleich wieder so weit von dir entfernt, dass ich wieder in den Wingsuit geschmissen werde. Ja, ist halt echt so. Wie geil. Mach ich mal so einen Fallschirm öffnen. Gut, eine Funktion hat es ja dann auch was Positives. Hi. Wir haben es jetzt echt komplett von hinten bisher geschafft, oder? Nice. Boom, Junge. Das war was in die Luft. Gut, zumindest auf jeden Fall. Ist nicht ganz. Schauen wir doch mal. Au. Nein, 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 ich muss ausführen. Yo, Bro. Verbrennst du die hier, Digga? Alles klar, ich brenne das mal. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich wollte das ausprobieren hier. Das muss doch klappen. Du musst ausprobieren, Mama. Hallo? Ja, aber da Wingsuit. Ja, ich muss gerade gucken. Da kommt ein Bär. Ah, Wingsuit war mit Shift. Sag mal was. Jo. Dann reden wir mal mit ihm. Ja, dann komm doch mal her. Okay. Alter! Jo. Gut, dann tauchen wir mal mit ihm hier. Bestimmt. Lebend
kriegst du mich nicht! Moment! Du willst mich gar nicht festnehmen? Okay, cool. Ich bin Charlemagne Victor Beauchamp. Wenn du im Alltag nicht so viel Zeit hast, nenn mich einfach Sharky. Willkommen im Disco Inferno. Mein besonderes Plätzchen, wo ich fern meines Bewährungshelfers oder anderen Zeugen oder Gesetzeshütern wie dir mal ich selbst sein kann. Hier kann ich meinen Drang nach Feuer und Chaos freien Lauf lassen. In einer sicheren Umgebung, ohne Hose und ohne Konsequenzen. Ja, jetzt habe ich eine Hose an. Aber wer weiß, ob das in einer halben oder dreiviertel Stunde auch noch so ist. Ist klar. Ich habe hier ein super süßes Soundsystem, das 110 Dezibel der heißesten Musik rauspustet, die es je gab. Jedes Mal, wenn ich die Anlage aufdrehe, kommen diese scheiß Sekten-Angels angerannt. Ich weiß nicht, ob sie es lieben oder hassen, aber es macht auf jeden Fall Bock, sie einzuschmelzen. Und keine Sorge, diese Angels sind sowieso hirntot. Ich gebe ihnen nur ein Halleluja mit auf den Weg in den Disco-Himmel. Willst du mir helfen? Mach auf jeden Fall. Ich sag's dir. Ich verrate es auch keinem und wir müssen auch nicht unbedingt eine Hose anhaben. Ich sorge für Musik, um tanzen zu lassen. Oh, bringst dann, okay, was auch immer du parat hast. Lass die Party beginnen. Wäre ich doch dafür, oder? Brennen, Baby, brennen. Und das sollten wir auf jeden Fall. Aber erst in der nächsten Folge tun, ja? Nämlich ist schon wieder soweit. Oder habt ihr vielleicht auch Glück, vielleicht oder auch nicht. In dem Sinne, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, euer Tiger. Ciao. Thank you.